Hallo und herzlich willkommen bei Gamma-Barich mit Uncharted. Wir wollen zur Nordseite, haben wir gerade gehört, und machen uns jetzt auf die Suche, beziehungsweise Stefan macht sich auf die Suche nach der Nordseite. Die könnte vielleicht im Süden liegen. Ja, New Das Devon, ist die ja Heimat der Gründer voll von Libertalia. unrealistisch. Und dort bringt Rafe deinen Bruder. Wenn er im Die Schatz Osten. ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Okidoki. Warum geht sie jetzt eigentlich vor? Nur wenn ich mir den Kopf angeschlagen habe. Ich bin voll der Profi-Abenteurer, jetzt muss ich meiner Frau hinterherjagen. Na gut, dann doch nicht. Sieh mal. Naja, mit dem Bruder haben wir ja anscheinend nichts mehr Ich habe zu mir den tun. Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Ja, das war der schnellste Weg. Als ob das irgendwie Jetzt müssen was wir Tolles wäre in dieser Spieleserie, dass man, wenn man von oben runterrutscht, dass es gefährlich wäre. Ja, jetzt gedacht. Okay, also klettern wir auf. Ja, hier. Okay, Bruder wurde ersetzt durch Frau. So klingt das auch immer. Die ist aber ganz schön schwer anscheinend, seine Frau. Ganz schön dick. Mensch, Schatz, du hast 90 Kilo zugenommen, werden, seitdem wir verheiratet sind. Früher hast du nur 12 Kilo gewogen. So, weiter geht's. Oh, Gespräch, 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 schnell, schnell, schnell. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Echt unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles gelesen. Ich wollte vor allem dich finden. Klar. Ich höre noch Wasser rauschen. Und du? Ah, ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte sie uns finden. Aber hier ist das Wasser ganz schön klar. So matschtrübe Amazonasbrühe. Ich bin ja nicht im Amazonas. Ich glaube, du sollst einfach weitergehen und nicht da rumstehen. Ja, stimmt. Links oder rechts? Nee, da ist nur Wasser. Ach, schon wieder. Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Gehen wir ja. da lang. Henry Avery, 400 Millionen. 12 Gründer, hunderte Siedler. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Die kann nur nicht laufen und reden gleichzeitig. Ja, das finde ich sehr unromantisch. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Was hat sie gesagt? Ein Aufzug. Hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Ich habe die schlechteren Kopfhörer, ich höre nichts. Man muss hier so ein bisschen rumkommen, ja, gut möglich. Bis es besser wird. Wie kann ich da irgendwo L1en? Wo ist L1? Da ist L1. Ah. Ach, ich kann wahrscheinlich einfach runter. Das sieht doch gut aus. Nicht so sicher. Ich bin aber schon. Ich bin 3 cm unter der Kante schon gestorben. Ja, du bist halt blöd aufgekommen im Kopf. Ach so, okay. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Ja, bist du öfters hier? Daran muss ich aber ehrlich gesagt auch als erstes denken. Ich hab mir nicht. Das Gespräch haben wir ja schon mal gehört. Geht's denn hier lang? Gar nicht. Jetzt scheint die Sonne wieder so draußen auf diese weiße Wand auf der Terrasse und blendet mich. Sully alles erzählt? Dann sieht man uns aber so gut. Ja. So blasse Gesichtsfarbe. Ich bin heute ein bisschen verkatert. Ach nee. So ungefähr? Doch. Ja, das reicht es ganz gut. Ach, guck mal, hier kommt man hoch. Etwas langweilig auf dem Flug. Und da kann man jetzt auf Elsen. Achso, jetzt sagt sie wieder, das ist was, das für eine tolle Konstruktion. Das für eine tolle Konstruktion. Das für eine Konstruktion. Eigentlich wollte ich mich ja weigern. Weißt du noch, wie das funktioniert? Ich finde es jetzt raus. Nein, anscheinend aber nicht. Ja. Ah, wie war's? Viereck drücken dann. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ja, easy peasy. Wenn es weiter nichts ist. Okay, also erstmal hier wieder runter. Platsch!
ist irgendwie nicht mehr so klar. Ja, es ist mehr so die Pipi-Brühe. Pipi-Brühe des Urwaldes. Geht's ihm weiter? Kann ich da nicht hoch? Doch, wenn man da ist dann so ein. Ja, ach, da muss ich dann so ein. Okay. Nein, das klappt so nicht. Da. Nein, das ist zu hoch. Wir müssen woanders lang. Es muss hier doch etwas geben. Ja, dann geh doch mal weg, du! Blöde Kuh! Es muss hier auch irgendwas geben. Ja, was ist hier denn mit diesem Baumstamm? Kann man denn hier was machen? Nee. Ich denke, du wirst schon im Endeffekt da dran müssen. Du musst nur von woanders da dran. Könnte ich sie nicht so hochheben oder so? Nein, hat er nicht vorgeschlagen. Wir müssen woanders lang, sagt er. Ich bin leicht überfordert. Gut, gut, gut. Da nicht. Hier runter, denke ich mal, ist auch falsch. Ja, definitiv falsch. Siehst du das? Da drüben. Ah. Here's a letter for you. Hier drüben. So viel sagt schon. Du darfst mir auch helfen, Lisa. Ich hab's gerade eben entdeckt. Ach so, ja, ja. Da krieg ich dich auch. Jetzt auch wieder. Super. Klingt nicht gut. Die Leiter für uns runter, wir leben. Es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Hören für dich. Schön, und wir? Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Yep. Zum Beispiel eine Säge, um den Baumstamm da durchzusägen. Mein Gott. Das Leben wäre so viel einfacher, hätten wir ein Seil. Was hat sie denn? Ah. Was ist das? Danke. Ach, zufällig war da eine Kiste, natürlich. Mhm. Ja, du musst das wahrscheinlich da... Ja, genau. Zum Felsblock, ne? Also seine Frau scheint genauso schwer zu sein wie die Kiste, weil er macht genau das gleiche Geräusch dazu. Okay, und jetzt hüpfen. Du bist doch ein doofes Hüpfi. Na, finally. Hä? Ja, nach rechts einfach. Nee. Jetzt ist doch nicht mein Problem. Viereck musst du doch drücken. Steuerung scheint an dieser Stelle auszusetzen. Oder ich bin zu doof. Ich möchte jetzt keine Kommentare dazu. Ja, okay. Zu früh reingepickelt. Schön! Also, das Update ist jetzt fertig. Wir spielen aber ohne. War ja kein Bock zu warten und so. Ich glaube eh, dass wir nicht mehr viel haben. Also. Ja, denk mal auch. Die ganzen überraschenden Wendungen waren ja jetzt da. Was soll jetzt noch groß kommen? Ich hoffe es. Was heißt, ich hoffe, dass es bald fertig ist? Das ist was Sabotage gemacht. Tippi, was zum. Eins! Ja, hab ich. Alles klar! Halbwegs! Easy peasy! Alles unter Kontrolle. Bin fast gestorben! Alles gut! Ja, ach so, okay. Na komm, er lässt mich auch schon wieder automatisch wieder runter. Okay. Da runter. Na, was denn? Nate, kommst du da irgendwie raus? Scheint eine Sackgasse zu sein.
haben. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Sie ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob hier jemand... Oh, wow. Funktioniert. Super gut. Nach oben? Ja, bitte. Nächster Stock, Herrenbekleidung. Dass das Ding funktioniert. Der Witz war aber ultra flach. Zu früh gefreut. Na ja, komm, wie komme ich denn jetzt? Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Links. Achso, okay. Ich dachte, ich müsste zu ihr. Aber das war nicht der Fall. Gibt's hier was? Ja, was zum Durchmachen. Da hat er eigentlich an Geheimnisse gedacht. An einen Schatz vielleicht. Obwohl, der Schatz ist ja auch eigentlich für die Füße. Ja. Alle Schätze sind für die Füße. Okay, du musst schon einfach da hoch, oder? Ich probier's halt nicht. Hey, hast du meine Kippe? Was? Wer zum Teufel ist? Schieß auf sie! Oh, Scheiße, es ist Drake! Wieso ist er denn? Achso, die. Mann, das ist aber eine Bitch hier. Wie sie abgeht! Hey, gut gemacht! Nichts dabei! Hä? Nehmen wir die? Okay. Ja, aber wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja. Dass sie uns jetzt auch erst bemerken, ne? Wir machen da am Aufzug rum und so, aber jetzt bemerken sie uns erst. Das ist sehr interessant. Gut. Nee? Nee. Nee. Von aber weiter hier oben geht's. Hat er gesagt. Dann gehen wir mal weiter hoch. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Kann sie das auch? Ohne Training und so? Guck doch mal hin. Oh, sie ist mega sportlich. Oh, sah sogar fast besser aus als bei mir. Sieh mal, Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es. Es ist doch nicht ihr Auto, es ist doch das Auto von Shoreline. Er hatte doch auch gerade gesagt. Nein. Sieh mal, sie haben dein Auto. Dann sagte sie, ja, genau genommen ist es ja auch nicht mein Auto. Habe ich nicht gehört. Okay. Scharfschütze. Wenn ich jetzt da runterspringe, rutsche ich wahrscheinlich. Ich versuche darüber zu kommen. Nein! Nichts. Du siehst mich nicht! Aber der andere dafür. Oh oh! Ich glaube, gleich das automatisch zielen aus. Ja! Nee, Leute. Nein! Nein! Oh Gott. Nein, da war das nicht. Das ist einfach nur die Steuerung. Automatisches Ziel. Nein, da war das nicht. Einfach nur die Steuerung. Okay, ist gut. Ich hab's verstanden. Ja, ich bin immer noch ein Noob und spiele immer noch mit automatischem Zielen. Nee, anscheinend ja nicht. Hast du ja gerade gesehen. Vorsichtig. Du hast nichts gesehen. Was ist los? Ist auch nicht. Alles gut. Ja, alles gut. Bei mir auch. Was war's? Ja. Stopp dich! Aber sie kann nicht weit sein! Ich hab ein Gewehr. In Granaten. Oh, Granaten. Meine Lieblingsfreunde sind wieder da. Dynamit ist dein Lieblingsfreund. Ah, das stimmt. Granaten sind langweilige Pisser. Los! 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 Hüpf wie hier hüpf! Vielleicht kann man sich da nicht festhalten. Ja.
Das hab ich mir nicht. Ich kann sie sehen! Mir schnell! Ja, ich kann nicht mehr. Oh! Wer ist tot? Wie schießt sie denn? Ich seh die Schützen da. Ja, hallo? Nein! 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 Das habe ich jetzt gehört. Nur sehr leise, aber ich hab's gehört. Okay. Aber wenigstens hat es hier gespeichert. Wer macht denn hier das? Es macht leider auch sehr müde. Ja, wo denn jetzt? Du blöde Kuhnstill! Da. Da? Los, erschießen da vorne. Da unten den? Ja, los, erschießen. Ich hab niemanden. Oh Gott, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot! Könnte ich bitte aufhören zu sterben? Oh Mann! Da, geh da hoch! So. Ich bin leider ein bisschen aus der Übung. Da, nein, du hast ihn gerade anvisieren können, den Scharfschützen. Ohne dass er sich verstecken kann. Oh, das ist ja auch jetzt gerade mal so im Moment egal. Völlig egal. Boah, Junge. Okay. Ich glaube, das war's. Wieso ist die Waffe golden? Weil das so ein Moped-Maschinengewehr ist. Oder sie ist einfach golden. Hab ich jetzt nicht keine Granaten? Ach, egal. Ich werfe die eh nur im ungünstigen Moment. Okay. Oh, da hinten ist aber ein Truck. Flussabwärts. Bei den Fällen ist eine Öffnung. Wozu sind wir denn überhaupt erst flussaufwärts denn dann gegangen? Das ist doch flussabwärts, oder? Ja, natürlich. Da, wo der Fluss runterfließt, würde ich sagen, oder? Aber ich kann doch nicht im Wasserfall runterfahren. Sie hat gesagt, bei den Felsen ist eine Öffnung oder so. Was weiß ich. Okay. Gibt's hier, dann hört es nur nicht in meinem Ohr. Ohr. Also ich höre nichts piepen. Ich fahre jetzt nochmal dämlich zurück. Da geht's definitiv nicht lang, da geht's nicht lang. Okay, ich bin dämlich gefahren. Okay, da geht's natürlich nicht durch. Plus abwärts ist da lang. Hier gibt's ganz viele Öffnungen. Ja, nee, eben nicht. Dann wird's da nicht sein. Ich schätze mal da hinten, oder? Okay. Ja. Das ist aber flussaufwärts, ihr Idioten. Auf jeden Fall fährt sich der Jeep hier angenehmer als der letzte. Wow, so seht ihr den Aufzug an? Ja gut, der Untergrund ist halt auch komplett... Der ist riesig. Was haben die denn ständig auf dem... dann wohl da oben. Ja, ich weiß, aber warum finden sie Aufzüge so faszinierend? Ja, weil es damals ja schwierig war, Aufzüge. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Davonlaufen gibt es für ihn nicht. Vielleicht hat er auch sein Erbe Rafe schon verballert. Ja, passen die zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft, sie sein Geld. Einige, die tun sie Geld verballert haben. Wirken doch gut ausgerüstet. Shoreline war im Bürgerkrieg und verwickelte nicht so gut ausgerüstet. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen.
Die Statue weiß den Weg. Meinst du? Ja. Das ist doch eindeutig das Zeichen. Hey, hier bist du richtig, Junge! So weit, so gut. Weiter fürs Aufwärts. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Ach, allerdings. Aber das würde wohl niemand glauben. Ja. Du könntest ja Fotos machen. Kamera nicht dabei. So ein Pech aber auch. Komm, das hat sie doch mit Absicht gemacht. Endlich mal wieder ein bisschen... Und warum ist Sam wie nennt man das Neudeutsch? Special Time? Nein, Quality Time. Er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er fliegt. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Oder. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Ist schon Offroad hier? Was gibt's da? Was für eine verrückte Vorrichtung. Was ist das für eine verrückte Vorrichtung? Dann hoffen wir mal, dass der auch geht. Van. So. Oh, diese Vorrichtung. Da könnte ein Jeep reinpassen. Da haben sie ja vor Tausenden von Jahren, Hast du doch gar nicht, vielleicht hat es Jesus gebaut. Jesus. Der war Zimmermann. Also, hallo? Fällt dir was auf? Ach so, ja. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das Wasser war. Vorher, du hast gerade noch nicht mal richtig den Hebel gezogen. Schon sagt er, es funktioniert nicht. Gehen wir uns das mal an. Ja, er möchte halt lieber klettern. Ey, ist so eine Kletterhure. Okay, was ist das hier? Ach, das kann ich wahrscheinlich dann abreißen. Okay, ich brauche einen Jeep. Ja, du kannst vielleicht erstmal das Seil da drum machen, du. Nein, ich brauche das Seil vom Jeep. Nein, deins und das machst du an den Jeep dran, oder nicht? Nein. Wie sie auch locker flockig im Auto sitzen bleibt. Ach, geh du schon mal. Ich warte hier. Mach mal alles. Oh, da war noch eine Tür, da ist bestimmt ein Schatz drin. Jetzt bist du doch wieder neugierig, ne? Ja, wenn man was findet, manchmal sind es ja auch interessante... Guck mal, jetzt steigt sie aus. Nein, da meinte ich nicht. Ja, aber hier kann man auch das Ding dran machen. Ja, hier drin, ne? Ja, guck, wie viele Schätze da sind. Boah, 15 Schätze, ich sehe sie alle. Not. Okay. Kann ich zwei Fliegen mit einem? Ach, also ich muss nur den einen. Fertig. Du hast doch nicht mal festgemacht, du Depp. Ich bin dran. Okay. Ach, sie macht vielleicht das. Vielleicht solltest du da weggehen. Vielleicht solltest du. Ich bin hart im Nehmen. Wäre dieses Seil ausgeschlagen, es hätte mir den Kopf weggesägt. Jetzt komme ich hoch. Danke. Okay. Und was mit dem anderen? Das machen wir auch noch kaputt, oder? Ja. Aber sie sitzt da drin. Nimm mal das Seil, vielleicht kannst du. Nee, kann ich. Das Spiel hat mir leider die Wahl abgenommen. Ich darf nicht mehr. Dann machen wir es halt so. Wahrscheinlich kommen wir hier eh nicht hoch. Das ist eh falsch. Ach so. Kiste. Da ist eine Kiste. Was können wir machen? Okay. Er ist so doof. Wie viel haben wir denn? Wir haben noch Zeit. Man muss auch ein bisschen die Zeit im Auge behalten. So, jetzt komm ich hoch, oder? Nein. Na gut, dann nicht. Vielleicht auf den Balkon die Kiste. Na, da geht's nicht. Ja, aber hier geht's ja auch nicht. Ne? Ist das hier? Ist das was Besonderes? Ja. Ein Schatz. Es ist eine... Eine Ding. Was ist das für ein verrückte Ding? Kann das auch? Okay. Da kommst du ja auch. Es steht einfach nicht an der richtigen Stelle. Es steht auch überhaupt nicht so wirklich gerade. Es ist mehr. Ui! So. Okay, das Spiel sagt mir auch immer schön eindeutig, ja, hier bist du richtig.
hier bist du daheim. Was macht denn da so Geräusche? Das ist doch der Aufzug. Der aber warum macht der denn ja, weil der schon alt ist. Ja, da bin ich noch. Noch nicht. Ich klettere höher. Wetter, meine. Aufzug, um den Aufzug zu reparieren. Danke, dass die Entwickler wenigstens ein bisschen Humor haben und sich denken, boah, ist das ein Schwachsinnsrätsel gerade. Meinst du, du kommst bis da rüber? Ja. Nein. Oh. Und jetzt bist du gerade wieder da, wo du vorher warst, oder? Nee. Finde ich schon. Gehe ich rein oder kletter ich außen rum? Okay, Antwort wurde mir abgenommen. Ja, doch, ich bin auf der gleichen Ebene, aber ich bin jetzt woanders auf der gleichen Ebene. Du bist oben! Auf der gleichen. Hat dir jemand Zweifel? Warte, Moment, ich weiß was. Ach, sie macht jetzt das andere. Okay, wir sind soweit. Haha. Mein Mädchen. Oh Gott, das war so eklig. Das war echt eklig. Mein Mädchen! Ich mache jetzt die Windel los. Okay. Die Windel? Die Windel macht sie los. Ich fahre das Auto zum Aufzug. Ja, mach mal. Los geht's. Und er macht jetzt den Aufzug per Hand. Naja, er ist nämlich ein bisschen krasser drauf. Ach, jetzt funktioniert der Aufzug oder was? Geschafft! Und sie fährt auch schon direkt mit dem Auto rein. So, oh Gott, fuck, das steht am Arm! Der Aufzug fährt, komm mal schnell! Was? Ich komme! Schnell! Ja, schnell! Schnelli, schnelli! Aber wo wollen Sie denn jetzt dahin? Hallo! Hi! Und jetzt? Ja. Vielleicht sollte ich. Oh! Egal! Okay! Ja. Pass auf! Bleib unten! Nimm das Auto wir machen als Deckung! Den Rest in der nächsten Folge. Okay, Pause! So. Wir nähern uns in großen Schritten dem Ende, das spüre ich. Wahrscheinlich. Deswegen drückt auf jeden Fall auf Abonnieren, um die ganzen vielen anderen tollen Spiele zu sehen, die wir kaufen, wollte ich gerade sagen, die wir spielen. Natürlich kaufen wir die auch, aber dabei müsst ihr uns jetzt nicht unbedingt zugucken. Weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Nein, natürlich kaufen wir die. Hallo, jetzt müssen wir hier zum Beweis auch noch die Packungen rausholen. Nein. Ja, echt scheiße mit dir. Natürlich kaufen wir die. Das ist ein bisschen blöde. Auf die Playlist müsst ihr nicht mehr drücken. Die Zeit läuft ab. Oh mein Gott. Ich, zum Aufzug springen.